Ja, vielen Dank, ihr Musiker, dass ihr uns so in die Gegenwart Gottes geführt habt, auch in seine Schönheit und in seine Heiligkeit. Vielen, vielen Dank. Das kennt ihr sicherlich auch, nicht wahr? Da ist jemand in großer Not, in großer Sorge und er bittet dich, sag mal, könntest du für mich beten? Oder seid ihr im Gespräch mit jemandem und er möchte vielleicht von Gott gar nichts groß wissen oder kennt ihn auch nicht, aber er ist in einer großen Not und ihr habt innerlich so den Impuls, ich müsste ihn fragen, darf ich für dich beten? Oder da lest ihr irgendwelche Artikel über verfolgte Christen unserer Zeit und da vernehmt ihr immer mehr diese Bitte, bitte betet für uns, die ihr in Freiheit und Frieden leben könnt. Bitte betet für uns. Und wenn einem so etwas widerfährt, dann merkt man, da wird das Gebet nicht nur als eine fromme Floskel irgendwie gebraucht, sondern da ist man davon überzeugt, dass Gebet etwas bewirken kann oder wird oder dass man womöglich nur noch durch Gebet Hilfe erfahren kann. Und ehrlich gesagt, mich bewegen und berühren solche Momente dann immer in Gesprächen mit Menschen. Im Wort Gottes heißt es einmal im Hebräerbrief 13, Vers 3, denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind, also zum Beispiel verfolgte Christen. Aber wir können es auch mal übertragen, in einem Gefängnis der Krankheit, der Not, der Angst. Denkt an diejenigen, die in einem Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort oder als würde es euch genauso ergehen. Teilt das Leid derer. Aneinander denken, miteinander mitfühlen, das Leid teilen. Wir wollen uns heute Morgen mal in puncto Gebet darüber Gedanken machen. Im Gebet füreinander einstehen, miteinander beten. Was gemeinsames Beten bewirken kann, da möchte ich uns heute Morgen mit hineinnehmen und das wäre auch das Thema des heutigen Gottesdienstes. Oder etwas salopper gesagt, füreinander beten, da kannst du was erleben. Da kannst du was erleben. Lasst euch mal mit hineinnehmen in Apostelgeschichte 12 und wir lesen es hier vorne mit, ein erster Gedanke. Wir schauen mal auf die aktuelle Lage damals und schlagen kurz den Bogen nach heute. Aber damals hörte es sich so an. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. So tötete er Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Und als er ihn ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. Ihr Lieben, an dieser Begebenheit merken wir schon, Christenverfolgung gibt es nicht erst im 21. Jahrhundert, sondern auch schon zu Beginn der Christenheit. Wie hier im Jahre 44 nach Christus unter Herodes Agrippa dem I., Wer gerne wissen möchte, wer dieser Herodes Agrippa der Erste ist, dem möchte ich ganz kurz sagen, das ist der Enkel des Herodes des Großen und den kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte, diesem Kindermörder von Bethlehem. Und der Enkel steht seinem Großvater nicht groß nach, sondern er, anstatt Kinder zu töten, tötet er eben Christen. Er hat Gefallen daran gefunden, wir könnten auch sagen Blut geleckt, wie es hier schon ausgedrückt wird, Hand an die Gemeinde zu legen. Indem er einige misshandelt hat, indem er Jakobus hat töten lassen und indem er Petrus ins Gefängnis geworfen hat. Wir kommen nachher noch ganz kurz nochmal auf Jakobus zu sprechen. Aber bleiben jetzt mal bei Petrus. Ihr Lieben, scheint schon besiegelt. Welch eine aussichtslose Lage. Ich glaube, aussichtsloser geht es eigentlich gar nicht. Er ist der Willkür eines Tyrannen ausgesetzt und das Volk hat auch noch Gefallen am Tod der Christen. Da ist ja das Todesurteil gerade schon gesprochen im Grunde und Petrus sitzt auch in einem Hochsicherheitstrakt mit Ketten gefesselt. 16 Soldaten bewachen ihn, das Motto heißt 4x4, rund um die Uhr. Vergleichbares geschieht auch heute noch, nicht in unserem Land, aber in anderen Ländern. Ich habe hier den Weltverfolgungsindex 2018 von Open Doors, die aufmerksam macht auf die verfolgten Christen.
in unserer Welt. Und viele von uns kennen diesen Verfolgungsindex und wissen um diese 50 Länder auf unserer Erde, wo die Christen sehr stark verfolgt werden. Auch heute wird Hand an die Christen angelegt. Manche werden ein- und weggesperrt, andere misshandelt, verfolgt und getötet. Ich habe gelesen, mehr als 100.000 Menschen sterben weltweit pro Jahr dafür, weil sie Christen sind. Zurück aber jetzt zur Gemeinde in Jerusalem. Denkt an diejenigen, die in Not sind. Fühlt mit ihnen, teilt das Leid derer, betet für sie. Und die Gemeinde in Jerusalem beherzigt dies und sie tut das einzig erstmal Richtige und Wichtige. Ein zweiter Gedanke, wenn wir weiter einsteigen, Apostelgeschichte 12. Die Gemeinde verständigt sich auf das gemeinsame Beten. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Die Gemeinde betet ohne Aufhören für ihn zu Gott. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Doch schauen wir erst nochmal auf Petrus. Petrus schläft im Gefängnis. Hat er die Ruhe einfach weg? Oder war er so erschöpft und so kaputt, so übermüdet, dass er einfach eingeschlafen ist, trotz Ketten, trotz intensiver Bewachung? Oder ruht er im Vertrauen, Gott wird schon irgendeinen Weg finden? Und wenn es nur der wäre, dass ich dem Jakobus in die Herrlichkeit folgen werde? Wie dem auch sei, während Petrus im Gefängnis schläft, verständigt sich die Gemeinde zum Gebet und opfert ihre Schlafenszeit und ihre Nachtruhe, um zu beten. Haben wir dieses Bild vor Augen? Petrus schläft und die Gemeinde schläft nicht, sondern betet. An dieser Stelle, ihr Lieben, erinnere ich mich an etwas aus meiner Biografie, als wäre es gestern gewesen. Dabei ist es jetzt doch schon 12 Jahre her. In einer meiner früheren Gemeinden ist eines unserer Gemeindemitglieder, Peter war sein Vorname, und dieser Peter hatte ein großes Herz und große Hände. Er hat ein großes Herz, weil er viel für Missionare gegeben hat und viel geöffnet hat von all dem, was er hatte für andere. Und er hatte große Hände, denn er war Landwirt und er konnte anpacken und hat viel umgesetzt. Und ich weiß, so nach den Sommerferien, wir kamen alle gerade so aus der Urlaubszeit zurück, dann heißt es, dass Peter schwer erkrankt ist. Ja, was hat er denn? Dann hieß es Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und ihr Lieben, dann weiß man, dann ist die Zeitspanne menschlich gesehen sehr kurz, die man noch auf Erden hat. Und Tag für Tag nach den Sommerferien, früh morgens vor Tagesbeginn, um 6 Uhr füllte sich unser Gemeindehaus von jungen Leuten, von älteren Leuten. Und wir haben uns aufs Gebet verständigt. Das erinnert mich so an diese Geschichte. Bevor ich sage, wie es ausgeht, möchte ich euch noch eine zweite Geschichte erzählen, die auch mein Gebetsleben schon als junger Mensch sehr stark geprägt hat. Ich war junger Theologiestudent an der FDA, heute heißt sie FDH, in Gießen. Und unser Direktor, Cleon Rogers hieß der gute Mann, unser Direktor erkrankte an Leberkrebs. Und die Ärzte sagten ihm, er hätte nur noch 2 Jahre zu leben. Und unsere Theologenfamilie, wir waren geschockt. Wir liebten unseren Direktor. Er war sehr beliebt, er war einfach eine väterliche Figur, vor allen Dingen für uns junge Studenten. Wir konnten uns nicht vorstellen, Theologie zu studieren ohne ihn, ganz ehrlich. Und dann habe ich etwas erlebt als Greenhorn der Theologie, so möchte ich mich mal bezeichnen damals. Nämlich, dass der Professor der Theologie, der Kirchengeschichte unterrichtet hat, neben mir saß, dem Greenhorn der Theologie, und dass wir genau das Gleiche getan haben. Wir haben die Hände gefaltet und haben für unseren Direktor gebetet. Jeden Tag in der Andachtszeit. Dozenten und Studenten, Professoren und Greenhorns der Theologie verständigten sich zum gemeinsamen Gebet. Und auch bevor ich euch erzähle, wie diese Geschichte ausging, möchte ich euch sagen, dass ich an diesen zwei prägenden Erlebnissen ganz neu gemerkt habe, dass Gemeinde ein Leib ist. Ein Leib, der Leib Jesu.
dass wir Kinder Gottes zusammengehören. Und wenn ein Teil leidet, dann leiden die anderen mit. Und wenn ein Teil sich freut, dürfen die anderen sich mitfreuen. Gemeinde Jesu ist nicht, ich möchte es nicht abwertend sagen, ist nicht eine Firma oder nicht einfach nur eine Organisation, die an irgendwelchen Aktionen oder Wachstum nur interessiert ist, an ihren Produkten, an ihrer Arbeit und auf dem Weltmarkt groß und gut dazustehen. Nein, Gemeinde ist keine Organisation, sondern ein lebendiger Organismus. Bestehen von Menschen, die Gott zusammengeführt hat, weil sie Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben und als Kinder Gottes Gemeinschaft suchen und brauchen. Der Mensch zählt in allererster Linie. Die Person zählt in ihrem Ergehen. Und wenn Glieder am Leib Jesu leiden, dann heißt es im Hebräerbrief, dann denkt an diejenigen, die in Not sind, fühlt mit ihnen und teilt ihr Leid. Und das treibt eine Gemeinde dann ins Gebet. Und jetzt erleben wir etwas in der Apostelgeschichte 12, was man immer wieder erleben kann, wenn man gemeinsam betet. Ich möchte es unter einen Gedanken stellen eines Theologen und Schriftsteller, der heißt Paul Deitenbeck. Den wird den Jüngeren nichts mehr sagen unter uns, aber wenn ihr mal noch so eine alte Anstecknadel seht oder bei euren Eltern seht, wo drauf steht, Jesus lebt, die kommt von ihm, der hat die erfunden, nicht? Diese Anstecknadel, die man früher so getragen hat. Aber er hat auch noch viele gute andere Sachen gesagt. Und ein Satz zum Thema Gebet findet ihr hier vorne. Er hat gesagt, Fürbitte ist Fernwirkung über den Thron Gottes in das Leben anderer Menschen hinein. Wenn wir hier in dem Gebetszelt und in diesem Gottesdienstraum uns zum Gebet verständigen, für unsere Missionare, für andere Menschen, für verfolgte Christen, dann sagt Paul Deitenbeck, dann hat es eine Wirkung über den Thron Gottes, in die Ferne hinein, dort, wo die Missionare, dort, wo die Menschen, für die wir beten, gerade sind. Das macht das Gebet so wertvoll und wichtig. Weil man von hier aus, wo man betet, etwas bewirken kann über Gottes Thron, weil Gott wirken will, in das Leben anderer Menschen hinein. Und so war das in Jerusalem damals, Apostelgeschichte 12. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Die Ketten fielen von seinen Händen. Der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Also hat ohne Schuhe geschlafen. Und er tat es. Der Engel sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und Petrus ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit. Und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, da sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Und jetzt wird's erheiternd. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf. Sondern sie lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor der Tür. Sie, also die Beter, sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so, da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Und als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten. Und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte. Und er sprach, verkündigt dies dem Jakobus und den Brüdern, und dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Ich finde das erheiternd, nicht? Da kommt die Gemeinde nachts zusammen und sagt, wir wollen beten, dass Gott unseren Petrus befreit. Und dann klopft es an der Tür und die Magd erkennt, dass der Petrus da ist und die Gemeinde glaubt es nicht. Das heißt, sie glauben nicht an ihre Gebete, sie glauben nicht an eine Gebetserhörung. Aber sie glauben daran, dass Gebet was bewirkt. Und ich finde das so erheiternd, aber auch so mitfühlend, weil geht es uns manchmal nicht so ähnlich?
Wir sind da überzeugt, es ist gut, jetzt dafür zu beten und für diese Personen und jenes vor Gott zu bringen. Und sind aber völlig überrascht oder vergessen, wenn Gott erhört oder wie er erhört. Da geht es uns manchmal ganz nicht groß anders als hier. Aber ihr Lieben, diese Stelle macht auch deutlich, dass Paul Deitenbeck recht hat, wenn er sagt, Fürbitte hat eine Fernwirkung über den Thron Gottes in das Leben anderer Menschen hinein. Petrus sitzt im Gefängnis, die Gemeinde im Gemeindesaal, sie beten und über den Thron Gottes schickt Gott seinen Engel, der Petrus befreit. Fernwirkung in das Leben anderer hinein. Wunderbar, was gemeinsames Beten bewirken kann. Aber, und ich glaube, jetzt müssen wir aber nochmal Apostelgeschichte 12 auch genauer hinschauen. Manchmal ist Gott aber auch nicht zu verstehen. Wirklich nicht zu verstehen. Und auch das wird deutlich in dieser Begebenheit. Schaut mal nochmal auf das nächste Bild. Apostelgeschichte 12 fängt so an. Um diese Zeit legte der König Herodes an einige von der Gemeinde Hand an, sie zu misshandeln. So tötete er Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Über Petrus heißt es dann, Petrus sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat. Jakobus wurde durch die Hand des Herodes getötet und Petrus wurde aus der Hand des Herodes gerettet. Manchmal ist Gott eben nicht zu verstehen. Wie er Menschen hilft oder nicht hilft, was er Einzelnen zumutet oder nicht zumutet, wen er am Leben lässt und wen er sterben lässt. Und jetzt möchte ich euch meine zwei Begebenheiten aus meinem Leben weitererzählen. Der Glaubensbruder, der Peter hieß, von dem ich erzählt habe, ist 6 Wochen später verstorben. Obgleich wir 6 Wochen lang jeden Morgen für ihn gebetet haben, jung und alt. Der Direktor, von dem ich gesprochen habe, der nur noch eine Lebenserwartung von 2 Jahren hatte, da hat Gott in seiner Weisheit und Güte eine 0 hinten dran gesetzt. Er hat noch 20 Jahre gelebt. Er hat noch einen viel beachteten Kommentar zum Propheten Jesaja geschrieben. Den habe ich mir gekauft und in mein Bücherregal gestellt. Und ich muss es aber gestehen, ich habe noch nie richtig durchgearbeitet. Aber es ist trotzdem ein besonderes Buch für mich, weil dahinter eine einzigartige Gebetserhörung steht. Und wie ich mich daran erinnere, dass wenn es um Not anderer geht, dann ist es egal, ob ich ein Theologieprofessor bin oder ein Greenhorn, ob ich Pastor bin, Ältester oder jemand, der im Glauben frisch steht, da ist es egal. Es geht darum, dass wir gemeinsam zu unserem Vater im Himmel beten. Vielleicht kennt ihr Vergleichbares. Aber verstehen kann ich das nicht, warum der Peter, der mir ein väterlicher Freund war, sterben musste früh und warum unser Direktor noch 20 Jahre dazu bekam. Aber ich glaube mir, hier in der Gemeinde Jerusalem war das auch nicht zu verstehen. Jakobus, der Bruder des Johannes, wird getötet. Petrus, der Bruder von Andreas, bleibt am Leben. Versetzt euch mal in die Lage von Johannes. Versetzt euch mal in die Lage von Andreas. Johannes erlebt, dass sein leiblicher Bruder durch Herodes Agrippa getötet wird. Andreas erlebt, dass sein Bruder, der Petrus, dass er ihn wieder umarmen kann, weil Gott ihn aus der Hand des Agrippa befreit hat. Wie soll man das erklären? Wie soll man das erklären können? Ihr Lieben, alle Erklärungsversuche scheitern hier und ich möchte fast gar sagen, heutzutage sind verboten, weil wir nicht in den Ratschluss Gottes letztlich hineinschauen können. Gottes Führungen sind manchmal eben nicht zu verstehen, nicht im persönlichen Leben und auch nicht im Gemeindeleben. Und ich gebe es auch zu, dass ich mitunter darunter leide und auch mit Gott darüber hadere. Aber dann möchte ich mich immer wieder durchringen zu diesem schönen Spruch, der heißt, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich will weiterhin dir vertrauen, auch wenn es schwerfällt. Ich verstehe dich nicht. Und ich bin heutzutage froh, dass man Gott das sagen darf. Ich verstehe dich nicht. Das hält Gott aus.
aber ich möchte weiterhin dir vertrauen. Weil wisst ihr, das andere, das würde uns in eine Art fatalistischen Glauben führen, nach dem Motto, lass doch das Beten sein, wir wissen doch eh nicht, was daraus wird und ob es was bringt. Und da kann man vielleicht eh nichts dagegen machen. Oder man wendet sich von Gott dann einfach ab. Nein, man kann was dagegen machen. Und wir sind auch ermutigt durch Verheißungen des Gebets, das Gebet zu suchen. Man kann beten, man soll beten, man muss beten, wir können beten. Wissend aber, es ist Gottes Entscheidung, wen er zu sich holt oder wen er auf der Erde lässt, um es mal hier auf diese Geschichte zu reduzieren. Und Freud und Leid liegen oft auch in Gemeinde ganz eng beieinander. Der Andreas hat Gott gedankt, dass er seinen Bruder wieder hat. Und der Johannes musste seinen Bruder abgeben. Welch ein Kontrast. Und alles mitten in einer Gemeinde. Und ihr Lieben, beides darf und muss Platz haben. Aber auch wenn wir Gott dann oft nicht verstehen, wie er im Einzelnen führt, eines darf uns Kinder Gottes trösten. Und da möchte ich uns am Ende mit hineinnehmen. Das ist der letzte Gedanke. Kinder Gottes sind zur Freiheit berufen. In irgendeine Form der Freiheit führt uns das Gebet füreinander hinein. Dessen dürfen wir uns sicher sein. Lass mich ganz kurz erklären. Petrus erlebt eine Art äußere Freiheit, nicht wahr? Die Gott ihm schenkt. Die Ketten fallen ab. Der Engel führt ihn aus dem Gefängnis nach draußen in die Freiheit. Petrus erlebt eine Art äußere Freiheit. Und das schenkt Gott auch immer wieder. Und dafür beten wir auch bei verfolgten Christen, dass Gott es ihnen schenkt. Wie gesagt, Fürbitte ist Fernwirkung. Bonhoeffer erfährt 1945 keine äußere Freiheit mehr, aber eine innere Freiheit. Von den Nazis inhaftiert, die äußere Freiheit in weiter Ferne, ahnend, dass sein Tod ihm vor Augen steht, sagt er, das ist das Ende, aber für mich ist es der Anfang des Lebens. Das ist jetzt das Ende, aber für mich der Anfang des Lebens. Und noch heute singen wir gerne sein Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ihr Lieben, das konnte Dietrich Bonhoeffer nur dichten, weil er eine innere Freiheit hatte, obwohl ihm die äußere versagt blieb. Gott schenkt ihm eine innere Freiheit. Und die möchte Gott uns auch heute noch schenken. Innere Freiheit. Und manche Geschwister müssen ihre Not tragen, tragen und tragen. Aber Gott schenkt immer wieder eine innere Freiheit, wo man drüber staunt. Und Gott will und kann auch uns befreien. Jetzt werden wir nicht verfolgt. Aber ich dachte mir, vielleicht sitzen wir doch manchmal auch in Gefängnissen. Ich spreche mal von Gefängnissen, die alle mit dem Buchstaben S anfangen. Aber denkt jetzt nicht an ein S wie Schwerverbrecher. Aber ein S wie Sucht. Wir Christen können auch in einem Gefängnis sitzen der Sucht, der Süchte. In einem Gefängnis der Schwermut. In einem Gefängnis des Selbstmitleids, wo man nicht mehr rauskommt. In einem Gefängnis des Stolzes. In einem Gefängnis der Sünde und auch in einem Gefängnis der Schuld. In welchem Gefängnis mit dem Buchstaben S sitzen wir? Beten wir hier füreinander? Lassen wir füreinander beten? Wie gesagt, beten ist Fernwirkung. Und jetzt schauen wir noch ganz kurz auf Jakobus, den Herodes ja töten ließ. Er erfährt in der Stunde seines Todes eine vollkommene Freiheit. Woher können wir das wissen? Das können wir ableiten von der Begebenheit aus Apostelgeschichte 7 mit dem Stephanus. Der wird auch getötet, der wird gesteinigt. Und da heißt es, Apostelgeschichte 7, Vers 55 folgende, Stephanus aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel. Und was sieht er dort im Himmel? Während die Steine auf ihn einprasseln, während das Todesurteil umgesetzt wird, er im Sterben ist und die Zeit auf Erden zu Ende geht, was sieht er? Er sieht zwei Dinge. Er sieht die Herrlichkeit Gottes und er sieht Jesus stehen zur Rechten und sprach, und dann spricht er, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.
Er sieht in die vollkommene Freiheit hinein, in die Gott ihn jetzt in die Todesstunde führen wird. Ihr Lieben, nehmen wir das doch nochmal mit, dass Gott uns als seine Kinder in eine Freiheit führt. Sei es in eine äußere Freiheit, wie bei Petrus, sei es wie bei Bonhoeffer in eine innere Freiheit oder dann wie bei Jakobus in eine vollkommene Freiheit. Auf jeden Fall gibt uns das Perspektive. Und mit dieser Perspektive möchte ich das Ganze nochmal zusammenfassen und euch das mit diesen zwei Sätzen sagen. Und ich darf euch Musiker schon mal nach vorne bitten, dass wir dann nochmal die Zeit der Stille und auch des Miteinanderbetens musikalisch untermalen. Manchmal ist Gott echt nicht zu verstehen. Aber das darf uns als Gemeinde nicht davon abhalten, gemeinsam anhaltend zu beten. Denn Fürbitte ist eine Fernwirkung über Gottes Thron in das Leben anderer Menschen hinein. Und so führt Kinder Gottes, sie führt Kinder Gottes in die Freiheit. Beten, da kannst du was erleben. Ich möchte uns einladen, dass wir in der Gemeinde wieder stärker miteinander beten. Oder da, wo ihr schon miteinander betet, dass ihr das beibehaltet. Ihr könnt mittwochs mal hier dazukommen zum Gebetszelt und das Lobeteam mit unterstützen. Ihr könnt sonntags vor dem Gottesdienst früher kommen, das Gebetszelt ist offen. Ihr könnt euch da reinsetzen und Ruhe suchen, habt einen geschützten Raum, um zu beten. Lasst uns wieder stärker füreinander beten. Nehmt die Gebetsbox, schreibt eure Anliegen auf. Schon heute werft sie ein. Freut euch, dass am Mittwoch dafür gebetet wird. Nehmt das Angebot an Gebet nach dem Gottesdienst. Nachher werden hier wieder Geschwister hier vorne stehen. Lasst für euch beten oder für jemanden, der euch am Herzen liegt, aber der nicht den Mut findet, hier nach vorne zu kommen. Oder jetzt in der Zeit der Stille mit Gott reden, mit ihm beten. Vielleicht über meine Gefängnisse. Und danach wollen wir noch miteinander beten. Und das wird die Karin dann leiten. Gott segne sein Wort an uns. Amen.